Also wir drehen heute in Dettingen an der Erms und legen für einen Tag die Bäckerei Winter lahm. Toll ist es natürlich, dass ganz viele unterschiedliche Bäckereien zusammenhelfen, damit Leible und Frisch entstehen kann. Karin, du möchtest natürlich zunächst mal Leible und Frisch gratulieren zu den ersten Szenen oder zu den ersten Drehs letztes Jahr. Die sind wirklich ganz, ganz toll angekommen. Uns hat es sehr gefallen, dass es zu uns ins Ermstal gekommen ist, vor allem auch auf die Schwäbische Alb und dass es eine schwäbische Serie ist. Ich finde es absolut gut, dass man so der schwäbische Dialekt ein bisschen wieder in den Mittelpunkt rückt. Wir machen voll aus. Ja, wir sind alle auf Anfang, komm. Nur Qualität für Leible und Frisch. Das wird ein Bäse-Sauerei. Ja, wird auch Zeit, oder? Ich muss immer dahin, wo die Kamera ist. Magisch angezogen. Lass es mal heben, danke. Gibt's hier was zum Essen? Hey. Man trägt jetzt den Lappen vorne. Also das war jetzt nur Show, meine Damen und Herren. Damit man das Elend nicht sehen muss. So, also, was die Humorseite angeht, da kann ich nur sagen, da lerne ich gerade bei Leible und Frisch viel dazu. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so witzig sein können. An alle ein ungeheures, großes Dankeschön an alle Abteilungen. Ist ein Traum. Es sind ihm so, so viele Menschen ins Herz gewachsen. Und deswegen macht es auch irgendwie noch mehr Spaß zu spielen dieses Jahr. Ja, bin glücklich über die letzten 4 Wochen hier in Urach. Also liebe Leible und Frisch-Fans, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihr riesen Interesse bei der ersten Staffel. Also da ist gar keine Frage gewesen, ob ich zu sage, weil Schwäbisch spielen, das war das Größte. Und hoffe natürlich, dass Sie bei der zweiten Staffel wieder dabei sind. Alle Schwaben miteinander müssen halt auch auf eurer Wellenlänge und ich kann sagen, Leute, macht weiter so, das war super. Karle, dein Schutzblechkleber. Dein Schutzblechkleber! Du hier nichts, mein Schutzblechkleber! Und das Witzige, was dann immer passiert, wenn er kurz vor dem Take noch seine Faxen macht, vergisst seinen Text oder er kommt nicht auf seine Marke. Och, oder er hat einen Blackout. Aber es ist immer witzig Blackout zu sehen. Blackout. Also je witziger er vorher ins Making-of-Kamera was sagt, desto größer ist dann der Verhaspler im Take. Ja, aber Leute, ich bin ja der Einzige, der hat hier die meisten Outtakes. Ja? Und das gucken die Leute eher an auf der DVD. Das muss man ganz klar sagen.